Ja, schönen guten Abend hier aus Travemünde. Schön, dass Sie dabei sind bei Classical Beat im Konzert. Ja, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und das Hotel, vor dem ich gerade stehe, das Atlantic Hotel hier in Travemünde, das ist normalerweise zu dieser Zeit brechend voll. Normalerweise. Was also tun in einem leeren Hotel? Vielleicht ein Konzert geben, Musik spielen. Und das dann in möglichst viele, viele Wohnzimmer online übertragen. Und genau das passiert hier heute Abend. Drin im großen Ballsaal des Hotels sitzen schon einige wenige Musiker der Kammerphilharmonie Lübeck und spielen sich schon ein bisschen warm. Da wollen wir gleich reinschalten. Und natürlich auch auf Abstand, Corona-bedingt, zugeschaltet direkt aus Finnland, Kimmo Pojonen. Wirklich ein Teufelskerl am Akkordeon. Und dazu auch ganz tolle Aufnahmen, Landschaftsaufnahmen aus Finnland. Ich bin auf Abstand, stehe natürlich hier draußen vor dem Hotel. Die Musiker sind auf Abstand und auch Sie sind auf Abstand zu Hause. Aber das Schöne an so einem Abend, an Classical Beat in Concert, ist, dass wir alle jetzt gerade irgendwie doch zusammenkommen. Und ja, das ist auch das Tolle in diesen Zeiten, dass das möglich ist. Also, ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß, Classical Beat in Concert, Kimmo Pojonen und einige wenige Musiker der Kammerphilharmonie Lübeck. Und ja, Sie werden bestimmt bestens unterhalten werden. Viel Spaß. Thank you.
Hi there, my name is Kimmo Pohjan and I am at Helsinki. So greetings from here to Travemünde, to Classical Beat Festival. So I'm currently doing a new solo, it's called Ozone, and it's a new work for accordion, electronics, visual things. And I guess you will see the first part of the process there soon. So I hope you get something out of it, and I just wanted to say hello and greetings from Helsinki, and let's see, maybe someday we will see you there in Germany. So ciao, wow, tschüss.
Ja, wir schalten nochmal hier vors Atlantic Hotel. Ich habe natürlich auf Abstand verfolgt, was drin passiert. Und wer vorher vielleicht dachte, Akkordeon, das ist eher was für die kleine Fischerklause, der ist jetzt hoffentlich eines Besseren belehrt worden. Und wir hören jetzt gleich nochmal drei Stücke aus der neuesten Produktion von Kimmo Pohjonen. Und diese neue Produktion, ja, die wird nochmal bearbeitet für das kommende Classical Beat Festival 2021, was hoffentlich stattfindet hier in Travemünde auf der Travemünder Woche. Wir klopfen dreimal auf Holz und drücken alle Daumen, dass das stattfinden wird. Und das jetzt drinnen nochmal als kleiner Vorgeschmack auf das Classical Beat Festival im kommenden Jahr. Also viel Spaß nochmal. Thank you.
Thank you.